Also der gesamte Seinszustand des Menschen, wenn er morgens aufwacht, ist in der Vergangenheit. Und so wirst du überwiegend immer wieder dasselbe Leben leben. Du kannst dein Leben so kreieren, wie du es möchtest. Dazu musst du halt frei sein. Und dazu musst du meditieren. Und wenn sie das richtig machen, können sie schließlich ihr operatives System betreten, wo sie wirklich wichtige Veränderungen erzeugen können. Wir wechseln von Partikel zur Welle, von Materie zur Energie. Uhuhu, geil, Digga. Bisschen Gänsehaut. Fühl ich feier, ich hab mich geprägt. Leichte Gänsehaut, Freunde, ja? It's the truth. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Und jetzt gehen wir in das Video rein. Ja? Dr. Joe Dispenza, wichtigstes Video auf Deutsch übersetzt. Law of Attraction Coaching present. When people wake up in the morning. Oh shit, man. Wir gehen rein. Das ist bestimmt geil. Wenn die meisten Menschen am Morgen aufwachen, fangen sie erstmal an ihre Probleme zu denken. Diese Probleme sind einfach nur Verschaltungen im Gehirn, Erinnerungen. Und jeder dieser Erinnerungen sind verbunden mit bestimmten Menschen oder bestimmten Ereignissen an verschiedenen Orten und Zeiten. Und weil dein Gehirn eine Aufzeichnung der Vergangenheit ist und du morgens sofort anfängst, an deine Probleme zu denken, lebst du in der Vergangenheit. Und jeder dieser Erinnerungen hat eine Emotion. Emotionen sind die Endprodukte von vergangenen Erfahrungen. Also in dem Moment, wo Menschen an ihre problembehafteten Erinnerungen denken, fühlen sie wieder Unzufriedenheit, Trauer und Schmerzen. Und so wie du denkst und so wie du fühlst, macht deinen aktuellen Seinszustand aus. Also der gesamte Seinszustand des Menschen, wenn er morgens aufwacht, ist in der Vergangenheit. Das ist so krass. Das prägt so heftig, ne? Auch mit dem Handy auch. Wenn du aufstehst und irgendwelche schlechten Nachrichten bekommst, das kann deinen ganzen Tag beeinflussen. Deswegen finde ich es auch so krass und so wichtig, was auch Kurt Tepperwein gesagt hat. Wenn man einmal realisiert, dass man nicht seine Gedanken ist, sondern der Beobachter seiner Gedanken ist, und dass du dich davon nicht prägen lassen musst, dass du die Schmerzen nicht spüren musst, sondern die einfach nur beobachten kannst und dann nicht mehr so eine Nähe dazu hast und dich nicht mehr mit diesen Gedanken identifizierst und mit diesen Schmerzen, die vielleicht damit einhergehen, so, dann kann es dir extrem helfen, nicht mehr so negativ drauf zu sein. Voll powerful. Was bedeutet das? Die vertraute Vergangenheit wird früher oder später die vorhersehbare Zukunft. Also wenn du denkst, dass deine Gedanken irgendetwas mit deinem Schicksal zu tun haben und du bist nicht in der Lage, über deine Gefühle hinaus zu denken, weil deine Gefühle von deinen Gedanken erzeugt werden, dann denkst du nach der Definition von Emotionen in der Vergangenheit. Und so wirst du überwiegend immer wieder dasselbe Leben leben. Und die meisten Menschen nimmt... Das ist so krass auch, vor allen Dingen... Jetzt nicht nur mit den Gedanken, sondern auch, was man so ausspricht, weißt du? Wie viele Leute reden, wenn die sich mit den Freunden treffen oder draußen sind oder telefonieren mit jemandem, reden über ihre Vergangenheit oder reden über Probleme und wissen gar nicht, wie powerful eigentlich die Sprache ist so. Wir manifestieren alles über unsere Sprache so. Und wenn wir negative Dinge den ganzen Tag aussprechen, dann schaffen wir uns ein negatives Leben. Und das muss man halt lernen. Man muss halt echt lernen, richtig bewusst zu sein, bewusst zu denken, beziehungsweise zu wissen, dass du nicht deine Gedanken bist und vor allen Dingen auch zu wissen, dass das, was du aussprichst, sich in deine Zukunft manifestieren wird. Das heißt, wenn du nur den ganzen Tag rumläufst und negative Sachen aussprichst, Leute vielleicht beleidigst oder irgendwie von deinen Problemen die ganze Zeit rumholst, ah, mein Chef ist so scheiße, die Arbeit ist so scheiße und gar keine positiven Dinge aussprichst, dann wird sich dein Leben immer wieder in die Richtung auch entwickeln, wie du die Dinge aussprichst, so. Deswegen sage ich, rede ich auch so oft von Liebe und von Positivität, weil ich ganz genau weiß, dass wenn du das überwiegen lässt, wenn du dich nicht auf die Dinge konzentrierst, die vielleicht bad sind oder scheiße sind oder nicht gut gelaufen sind, sondern auf die Dinge, für die du dankbar sein kannst, die du lieben kannst, so, dann wird sich deine Zukunft automatisch in eine bessere Richtung entwickeln. Und das ist halt einfach Bewusstsein am Ende des Tages. Deswegen muss man meditieren oder sollte man meditieren und versuchen, immer bewusster zu werden, sich zu beobachten, um damit auch die Macht zu spüren, die man eigentlich hat. Du kannst dein Leben so kreieren, wie du es möchtest am Ende des Tages. Das ist kein Hokuspokus, weißt du? Erstmal morgens ihr Handy und überprüfen erstmal WhatsApp und SMS und E-Mail und Facebook und gucken, welche Fotos sie in ihrem Feed haben. Dann posten sie noch ein Foto auf Facebook, sie tweeten etwas, dann schauen sie noch die Nachrichten und jetzt fühlen sie sich wirklich verbunden mit alles, was sie in ihrem Leben bereits kennen. Und dann erleben sie eine Serie von routinierten Verhaltensmustern. Sie stehen auf derselben Seite des Bettes auf wie immer, sie gehen erstmal auf Toilette, machen sich einen Kaffee, gehen dann duschen, ziehen sich an. Sie nehmen dieselbe Route zur Arbeit wie immer, sie denken dieselben Sachen, sie sehen wie immer dieselben Leute. Sie drücken immer wieder dieselben emotionalen Knöpfe und das wird ihre Routine und das wird schließlich ihr Programm. Und jetzt haben sie ihren freien Willen an ein Programm verloren. Ich schwör's dir.
Es gibt keine sichtbare Hand, dass ihnen das antut. Also wenn Leute sich dann schließlich entscheiden, sich zu verändern, ist es so schwer, weil sie mit so vielen unterbewussten Programmen zu kämpfen haben. Also 95% unserer Identität, wenn wir ungefähr 35 Jahre alt sind, besteht aus erinnerten Verhaltensmustern, emotional. Muss mal überlegen, 95% sind wir programmiert eigentlich. Und da wieder auszubrechen, ist auch nicht einfach, fühlt sich auch nicht gut an, kann auch mit Schmerzen einhergehen. Kann mit Trennungen einhergehen. Menschen können aus deinem Leben verschwinden, etc. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, damit du glücklich bist, dass du zu dir selbst wieder hinfindest und dir bewusst bist, dass du die Macht über dein Leben selber in deiner eigenen Hand hast. So. Und heute mit Social Media, was er eben auch gesagt hat, Bilder posten, Stories gucken, man steht auf, man guckt schon 3-4 Stories, man denkt sich, vielleicht hat man innerlich ganz tief drin im Unterbewusstsein, ist man neidisch auf den, weil der irgendwie ein Leben lebt, was du gerne leben möchtest, und das ist schon wieder sehr negativ. Und damit manifestierst du schon wieder ganz schlimme Sachen für dein eigenes Leben, so, weißt du? Deswegen sage ich auch immer, Handy weg, mal ein bisschen Detox machen, rausgehen, spazieren, mit deiner Familie reden, dankbar sein für die kleinen Dinge im Leben, geht, umarmt einen Baum. Ich schwör's dir, liebt diesen Baum, seid dankbar dafür, dass dieser Baum unsere Luft reinigt zum Beispiel. Das ist was Gutes, was Positives. Und in der heutigen Welt wird es, glaube ich, immer schwerer, sich davon frei zu machen und wirklich zu sich zu finden, in sein Herz reinzufinden und wieder zu realisieren, dass du die Macht über dein eigenes Leben hast und du kannst dein Leben genauso, genauso wie in deinen Träumen, kannst du dein Leben auch kreieren. Dazu musst du halt frei sein. Und dazu musst du meditieren. Ich küsse dein Herz. Aktionen, unterbewussten Konditionierungen, vernetzten Haltungen, Glaubenssätzen und Ansichtsweisen. Und all das funktioniert wie ein Computerprogramm. Und so kann ein Mensch nur mit den 5% Bewusstsein, das übrig ist, sagen, ich möchte gesund sein, ich möchte glücklich sein, ich möchte frei sein. Aber dein gesamter Körper hat ein ganz anderes Programm am Laufen. Aber wie kann man dann anfangen, sich wirklich zu verändern? Indem du über deinen analytischen Geist hinausgehst, weil was dein Bewusstsein von deinem Unterbewusstsein trennt, ist dein analytischer Geist. Und das ist die Stelle, an der wir Meditation benutzen. Weil man damit Menschen beibringen kann, ihre Gehirnwellen zu verändern, sie zu verlangsamen. Und wenn sie das richtig machen, können sie schließlich ihr operatives System betreten, wo sie wirklich wichtige Veränderungen erzeugen können. Die meisten Menschen warten aber auf Krisen, Drama, Traumata, Krankheiten, Diagnosen. Sie warten auf einen Verlust oder irgendein Trauma, um sich dazu entschließen zu können, endlich etwas zu verändern in ihrem Leben. Und meine Message im Leben ist, warum warten? Weil du kannst lernen, dich zu verändern in einem Zustand von Schmerz und Leid oder in einem Zustand von Freude und Inspiration. Die meisten Menschen verbringen 70% ihres Lebens damit, im Überlebensmodus zu leben und im Stress zu leben. Sie erwarten immer, dass das schlimmstmöglichste Szenario eintreten wird. Und dieser Gedanke kommt natürlich auch nur aus vergangenen Erfahrungen. Und buchstäblich suchen sie sich das schlimmstmöglichste Szenario aus all den unendlichen Möglichkeiten im Quantenfeld aus, beobachten es und empfangen es durch schlimme Gefühle wie zum Beispiel Angst. Und dabei war bei mir genauso, ich war genauso einer. Konditionieren Sie Ihr Körper auf einen Zustand der Angst. Macht das oft genug, dann hat dein Körper eine Panikattacke ohne dich. Und du kannst sie nicht mal vorhersagen, weil das Programm einfach unterbewusst ist. Also Menschen werden schließlich süchtig nach der Befriedigung, die sie durch diese Emotion erleben. Und sie nutzen dann die Probleme und die Umstände in ihrem Leben, um ihre begrenzte Geisteshaltung zu bestätigen, sodass sie wenigstens irgendetwas fühlen können. Und jetzt, wenn Menschen anfangen, sich ändern zu wollen, fragen die sich, warum bin ich so? Ja, weil du immer wieder dieselben Ereignisse in deinem Kopf durchspielst. Und dadurch schüttest du dieselben Chemikalien in deinem Körper und in deinem Kopf aus. Aktiviere und vernetze dieselben Schaltkreise im Gehirn und dein Körper fühlt wieder dieselben Emotionen. Was ist die Relevanz dahinter, was ich gerade gesagt habe? Also, dein Körper ist dein Unterbewusstsein. Im Grunde ist es so, wenn du dich hinsetzt und irgendein schlimmstes Worst-Case-Szenario in deinen Kopf verzauberst und dann anfängst, die Emotionen von diesem Ereignis zu fühlen, weil dein Körper nicht den Unterschied kennt zwischen Ereignissen, die tatsächlich draußen in der äußeren Welt passieren, und Ereignisse, die du einfach mit deinen Emotionen und deinen Erinnerungen erzeugst. Das ist auch krass. Das ist allein diese Erkenntnis, dass du, wenn du in deinem Mind gewisse Ereignisse durchspielst oder sie richtig vor deinen Augen hast, dass dein Körper diese Ereignisse wirklich erlebt. Weißt du, was ich meine? Und die meisten Menschen sind ständig dabei, ihren aktuellen emotionalen Zustand ständig zu verfestigen. Also wenn diese Leute dann sagen, ich möchte mich jetzt verändern und sie wollen es wirklich tun, ist es so schwer, weil dein Körper stärker ist als dein Geist, weil dein Körper auf deine alten Verhaltenszustände hin konditioniert wurde. Also der Diener hat sich nun zum Meister aufgeschwungen. Und dazu kommt noch, dass Leute Angst haben, in etwas Ungewisses einzutauchen. Sie fühlen lieber Schuld und Leid, weil sie es kennen und vorhersagen können. Das Ungewisse ist ein sehr gruseliger Ort für die meisten Menschen, weil das Ungewisse unsicher ist. Und oft
Das ist eigentlich brutal schön, das Ungewisse. Nicht zu wissen, was eventuell passiert und dich darauf einzulassen, ohne Angst, weil auch Angst nur eine Illusion ist, ich schwör's dir. Nicht Menschen, ich kann meine Zukunft nicht vorhersagen, ich bin im Ungewissen und dann sage ich ihnen, der beste Weg, deine Zukunft vorherzusagen, ist sie zu kreieren. Aber nicht von dem Gewissen, sondern von dem Ungewissen her. Welche Gedanken möchtest du aktivieren und verschalten in deinem Gehirn? Welche Verhaltensmuster möchtest du am Tag an den Tag legen? Also der Akt, das Verhaltensmuster immer wieder zu wiederholen. Also im Kopf immer wieder das Verhaltensmuster zu wiederholen. Meinen Sie jetzt das neue Verhaltensmuster, das man sich wünscht? Ja, das Verhaltensmuster, was man sich wünscht. Mach einfach deine Augen zu und wiederhole immer wieder diese Aktion. Wenn du das aus einem Zustand der Gegenwärtigkeit heraus machst, im jetzigen Moment, dann kann dein Gehirn nicht den Unterschied erkennen zwischen das, was du dir einfach vorstellst und das, was du wirklich in der 3D-Welt erlebst. Und dann fängst du endlich an, die neue neurologische Hardware, die du dir wünschst, in deinem Gehirn zu installieren und dann... Manifestiert in, Alter. Schöne Grüße gehen raus an Justine an der Stelle. Dein Gehirn so aus, als wäre das Ereignis, das du dir wünschst, schon eingetreten. Und dann ist dein Gehirn nicht nur mehr eine Aufzeichnung der Vergangenheit, sondern auch eine Karte in die Zukunft. Und wenn du das immer wieder wiederholst, dann wird diese Hardware auch zu einem Softwareprogramm. Und dann, wer weiß, fängst du auf einmal an, dich wie ein glücklicher Mensch zu verhalten. Und ich denke, der schwerste Teil ist, unserem Körper emotional beizubringen, wie sich unsere Zukunft anfühlen wird, wenn wir dann wirklich das erleben, was wir uns wünschen. Also was bedeutet das? Du darfst nicht warten auf Erfolg, um dich kraftvoll zu fühlen oder auf Reichtum, um dich innerlich reich zu fühlen. Du darfst nicht warten auf die neue Beziehung, um dich geliebt zu fühlen oder auf die Gesundheit, um dich wieder ganz zu fühlen. Das ist das alte Muster der Realität. Du musst es sein und dann ziehst du es automatisch in dein Leben an. Es ist halt nicht einfach. Ich kenn's doch selber, Freunde. Ich weiß auch, dass es nicht einfach ist. Dass man sich wirklich in dem Moment schon, einfach, weißt du, wenn du vielleicht mal einsam bist und vielleicht keine Beziehung hast und dir eigentlich unbedingt eine Beziehung wünscht oder keine, nicht viel Freunde um dich rum hast oder nicht in der Wohnung lebst, in der du gerne leben möchtest, so, das trotzdem so zu spüren, als ob das schon so wäre, weil dann fängst du erst an, die Sachen wirklich anzuziehen. Es ist am Ende des Tages ein Bewusstseinsding. So, du musst wirklich trainieren, bewusst zu werden, und wenn du bewusst einmal bist und realisiert hast, wie deine Gedanken funktionieren und dein Körper, dann kannst du halt dir wirklich die Sachen vorstellen, die du in deine Zukunft haben möchtest, und dann ziehst du sie auch in deinem Leben an. Tät von Ursache und Wirkung. Auf etwas zu warten. Fühlen. Fühlen ist auch brutal wichtig. Feel it in, man. Einmal fühle ich in den Chat, Freunde. Von außen auf uns zukommt, damit wir uns endlich innerlich anders fühlen können. Wenn wir uns innen drin besser fühlen, dann gucken wir natürlich in unserer Umgebung, was dieses bessere Gefühl verursacht hat. Aber was das bedeutet von der Newtonschen Welt, ist, dass die meisten Menschen einfach ihr gesamtes Leben im Mangel leben. Was meinst du mit der Newtonschen Welt? In der Newtonschen Welt geht alles um das Vorhersehbare. Es geht darum, deine Zukunft vorherzusehen. Aber beim Quantenmodell der Welt geht es darum, eine Ursache zu bewirken. An dem Moment, wo du dich wertvoll und reich fühlst, fängst du an, Reichtum anzuziehen. An dem Moment, wo du dich kraftvoll und inspiriert fühlst, fängst du an, Erfolg anzuziehen. An dem Moment, wo du anfängst, dich ganz zu fühlen, beginnt deine Heilung. Und wenn du anfängst, dich und die Welt zu lieben, dann wirst du auch Liebe anziehen. Und jetzt fängst du an, eine Ursache zu bewirken. Und ich denke, das ist der Unterschied, als Opfer zu leben, wo du sagst, ja, ich bin so wegen dieser Sache oder dieser Person oder diesem Ereignis oder diese Person hat mich dazu gebracht, so zu denken und zu fühlen. Und jemanden, der sich umdreht und seine Welt so neu kreiert. Weil er weiß, dass seine Gedanken und seine Gefühle ein Ereignis in der Zukunft verändern werden. Das ist ein ganz anderes Spiel. Und sie glauben daran, dass sie Schöpfer ihrer eigenen Realität sind. Und die meisten geiles Video. Menschen denken, wenn sie einen Gedanken haben, dass er wahr ist. Aber einer meiner größten Erkenntnisse in all meinen Reisen und in meinem Leben war, dass das nicht wahr ist. Nur weil du einen Gedanken hast, muss das nicht bedeuten, dass dieser auch wahr ist. Also wenn du 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag denkst, und das tust du, und 90% davon sind dieselben Gedanken wie am Tag zuvor, und du glaubst daran, dass deine Gedanken dein Schicksal sind, dann wirst du dich nicht sehr viel verändern, oder? Weil derselbe Gedanke zur selben Entscheidung führt, dieselbe Entscheidung führt zum selben Verhaltensmuster, dasselbe Verhaltensmuster führt zu denselben Erfahrungen, und dieselben Erfahrungen führen zu denselben Gefühlen. Und der Akt jetzt, bewusster zu werden, also mehr Gewahrsein zu haben, zu sehen, was du denkst, was du fühlst und was du erlebst, das nennt man Metakognition. Warum ist das so wichtig? Weil desto bewusster du wirst, wenn diese unterbewussten Gedanken, Zustände und Gefühle aktiv werden, desto weniger wirst du am Tag unterbewusst leben. Und dieser unterbewusste Gedanke wird sich nicht einfach durch dein Bewusstsein durchschlingeln können. Ich schwör's dir, Digga, der beschreibt gerade einfach auch so meine Erkenntnis, geil. Weil du dich immer mehr selber kennenlernst. Das Wort Meditation bedeutet mit etwas vertraut werden. Und wenn du vertraut wirst mit den Verhaltensmustern und den Emotionen deines alten Ichs, dann gibst du das alte Ich immer mehr auf. Und wenn du immer mehr Gedanken aktivierst und vernetzt und deinen Körper auf neue emotionale Zustände hinkonditionierst, wenn du das immer mehr machst, dann wird auch dieses neue Verhaltensmuster dir vertraut werden.
Es ist so wichtig, es ist wie bei einem Garten. Wenn du einen Garten hast, dann musst du erstmal das alte Kraut rausziehen. Du musst die alten Pflanzen finden vom letzten Jahr und du musst sie rausziehen. Die alten Steine, die da liegen, das sind wie unsere emotionalen Blockaden, die müssen weg vom Garten. Und alte Sträuche müssen zersägt und ausgerissen werden. Wir müssen Raum schaffen, um einen neuen Garten zu pflanzen. Es ist erstaunlich, wie wir das meiste über uns selbst lernen, wenn es uns nicht so gut geht. Weil immer dann an dem Moment, wo es dir nicht so gut geht, ist es normalerweise so, dass ein altes Programm aktiv wird. Und dieses Programm wird normalerweise aktiv, weil die Person meistens nicht im gegenwärtigen Moment sein will und so ausweichen möchte. Wenn du dich nicht definierst über eine zukünftige Vision, dann werden die Erinnerungen in deiner Vergangenheit dein Leben und deine Zukunft wird vorhersehbar sein. Und wenn du am Morgen aufwachst und du hast dich nicht definiert über eine zukünftige Vision und du tust dieselben Dinge, du siehst dieselben Leute, du gehst zu denselben Orten, zu der exakt selben Zeit, dann ist es nicht mehr so, dass deine Persönlichkeit deine persönliche Realität formt. Nein, deine persönliche Realität bestärkt einfach nur noch deine Persönlichkeit. Deine Umwelt kontrolliert wirklich, wie du denkst und wie du dich fühlst. Das ist Matrix, Digga. Das ist Matrix. Und deswegen finde ich es auch so traurig, dass, das habe ich ja letztens auch in meiner Story reingehauen, wenn wir uns solche Videos hier reinziehen und versuchen dafür zu sorgen, dass Menschen bewusster werden, werden diese Videos demonetarisiert teilweise, wenn du über Manifestieren, über Spiritualität, aber auch über andere Dinge redest in Videos, kann es gut möglich sein, dass die demonetarisiert werden. Und das finde ich so krass. Aber wenn du irgendwie auf keine Ahnung, Alter, auf irgendeine Scheiße reagierst, was die Leute eigentlich nur verdummt, irgendein Entertainment-Shit, was auch nicht verwerflich ist, mache ich auch, aber das wird krass gepusht und wird überall an der Seite angezeigt, aber ja, nicht dafür sorgen, dass die Menschen bewusster werden. Weil ihr hört es jetzt gerade, umso bewusster Menschen werden, umso weniger lassen sie sich programmieren vom Außen, sondern sind in sich selbst bewusst, entscheiden selber, was sie tun und was sie nicht tun. Und wenn wir eine Welt haben von Menschen, die selber für sich entscheiden, was sie tun oder was sie nicht tun und sich selber fragen, was für sie gut ist und was für sie nicht gut ist, was sich für sie gut anfühlt, was sich für sie nicht gut anfühlt, wenn Menschen das wieder lernen, dann sind wir nicht mehr so leicht programmierbar. Dann können die uns nicht einfach irgendwelche Sachen eintrichtern, die wir dann auch tun. Und das wollen die halt vermeiden. So. Und das ist halt schon crazy, wenn du das merkst. Und ich merke das. Gerade bei YouTube, bei den Videos so. Die Sachen werden eingeschränkt, die dafür sorgen, dass Menschen bewusster werden. Die Sachen, wo einfach nur Entertainment ist und so, die werden gepusht, richtig krass gepusht. Und das ist halt, das ist Matrix, Digi. Morpheus in den Chat. Weil jede Person, jedes Ding, jeder Ort, jede Erfahrung ein neuronales Netzwerk in deinem Kopf hat. Jede Erfahrung, die du mit einer Person hast, erzeugt eine Emotion. Manche Menschen benutzen zum Beispiel ihren Boss, um ihr Bedürfnis, andere Menschen zu verurteilen, zu befriedigen. Sie nutzen ihre Feinde, um ihre Sucht nach Hass zu befriedigen. Sie nutzen ihre Freunde, um ihre Sucht nach Leid zu befriedigen. Sie brauchen die äußerliche Welt, um etwas zu fühlen. Um diese Menschen zu verändern, müssen sie größer als ihre Umwelt werden. Sie müssen größer als die Konditionierungen in ihrer Umwelt werden. Doch die Umwelt ist sehr verführerisch. Also geiler Typ, Digga. Den brauchen wir im Talk eigentlich, ne? Joey Joe. Geht eh bald international, in den nächsten 1-2 Jahren. Dann holen wir uns genau diese Kollegen ran. Warum ist jetzt Meditation das Werkzeug, womit wir das verändern? Also, du setzt dich dahin. Da ist das Räucherstäbchen, Freunde, ja? Einmal die Stäbi-Vibes noch für euch hier. Chat, der ist für euch. Kommt runter, werdet bewusst, fangt an zu meditieren. Raus aus der Matrix, schluckt die rote Pille. Und du koppelst dich ab von deiner äußeren Realität. Du siehst weniger, also gibt es weniger Stimulation in deinem Gehirn. Wenn du sanfte Musik hörst oder einfach Ohrstöpsel drin hast, dann kommen weniger sensorische Reize von außen in dein Gehirn. Wenn du deinen Körper einfach mal hinsetzen kannst und ihm befehlen kannst, einfach mal dort zu bleiben, wie ein Tier. Genau hier. Ich fütter dich, wenn wir hier fertig sind. Du kannst deine E-Mails checken, wenn wir hier fertig sind. Aber in diesem Moment sitzt du da und gehorchst mir. Und das ist halt eine Sache, ich glaube, die können sich die meisten nicht mehr vorstellen. Sag mal ehrlich, Freunde, ne? Eins in den Chat. Wer von euch meditiert und wirklich es schafft, im Moment zu sein, ohne daran zu denken, was man noch zu erledigen hat oder was in der Vergangenheit passiert ist oder was vielleicht morgen noch kommt, so. Wer von euch versucht es wenigstens? Also wenn du das richtig machst, du isst dabei nichts, du riechst dabei nichts, du hörst dabei nichts, du fühlst dabei nichts und sammelst auch keine Erfahrungen, sonst wie, dann müsstest du mir doch zustimmen, dass deine gesamte Existenz gerade durch einen Gedanken definiert wird, oder? Also wenn dein Körper dann zurück zu seiner emotionalen Vergangenheit möchte,
dann bist du dir gewahr, dass deine Aufmerksamkeit gerade bei dieser Emotion ist. Und da, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest, richtest du auch deine Energie hin. Dann richtest du deine Energie im gegenwärtigen Moment auf die Vergangenheit. Und wenn dir das bewusst ist, was du da gerade getan hast, und du deinen Körper wieder einfach hinsetzt und wieder in den gegenwärtigen Moment kommst, das ist eine Wiederholung. Das ist eine Wiederholung wie im Gym. Das, was er gerade beschrieben hat. Wenn du dir bewusst wirst, was du für Gedanken hast und wenn du in die Emotion und in die Gedanken reingehst und merkst, was es mit deinem Körper macht und du dich dann wieder zurückholst, eine Wiederholung. Und umso öfter du das machst, umso einfacher wird es. Und auf einmal kriegst du es auch im Alltag hin. Auch mit Ablenkungen von außen. Auch wenn du mit deinen Freunden unterwegs bist. Auch wenn du im Kino bist, wenn du im Gym bist, egal wo. Du schaffst es jedes Mal wieder, deine Aufmerksamkeit zurück ins Jetzt zu holen und dich nicht von deinen Gedanken und Emotionen treiben und leiten zu lassen. Und das ist der Weg in die Freiheit, Freunde. Für alle Leute, die 2 reingeschrieben haben, ich küsse euer Herz. Let's try it together. Ja, ist, weil dein Körper sagt, hey, es ist gerade 8 Uhr, du bist gerade eigentlich im Verkehr gefangen und eigentlich müssten wir jetzt eigentlich gerade Wut fühlen und du bist gerade total aus dem Zeitplan, Mann. Oder wir haben jetzt gerade 7 Uhr und du bist gerade nicht hier bei den E-Mails, wo du eigentlich sein solltest, um alle anderen zu verurteilen. Dein Körper sucht nach diesem vorhersehbaren chemischen Zustand. Jedes Mal, wenn dir klar wird, dass dein Körper das gerade macht und du setzt ihn jedes Mal wieder hin und bringst ihn zurück zum gegenwärtigen Moment, dann vermittelst du deinem Körper, dass er nicht mehr dein Geist ist, sondern dass du dein Geist bist. Und jetzt wird dein Wille... Uhuhu, geil, Digga. Bisschen Gänsehaut. Fühl ich, feier, ich hab mich geprägt. Leichte Gänsehaut, Freunde, ja? Das ist the truth. Das ist dein Programm. Und wenn du das immer wieder machst, immer wieder, immer wieder, immer wieder, das ist so, wie wenn du einen Hengst trainierst. Oder einen Hund. Oder einen Buddy. Das ist so, wie wenn du Bankdrücken machst, Langer. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, nächste Wiederholung. Irgendwann baust du einen krassen Muskel auf und genauso kannst du auch deinen Bewusstseinsmuskel aufbauen. Geil. Ich muss auf jeden Fall mit dieser Fitness-Metapher verknüpfen. Später in meinem Life-Change-Programm. Einfach irgendwann sagen, ich bleib hier einfach sitzen. Und in dem Moment, wo das passiert, wo dein Körper versteht, dass er nicht mehr dein Geist ist, gibt es eine Befreiung der Energie. Wir wechseln von Partikel zur Welle, von Materie zur Energie. Und wir befreien uns selbst von den Ketten, die uns in unserer emotionalen Vergangenheit verhaftet haben. Wir haben das schon 1000 Mal gesehen, wie das Menschen machen. Wir können es sogar mittlerweile vorhersehen mit Gehirnscans. Geiler Typ, Bruder. Feier ich. Feier ich hart. Wer von euch auch? Eins in den Chat. Oder fühle ich? Irgendwie sowas. Sehr, sehr starkes Video. Shoutouts gehen raus an Sinan Güneş an der Stelle. Bro, ich küsse dein Herz, mein Bester. Danke für die Empfehlung. Guter Mann.